Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborat. Heute baue ich mir eine Dipolantenne. Und wenn ihr jetzt der Meinung seid, ihr wisst jetzt alles über den Bau einer Dipolantenne, dann dürft ihr gleich wieder ausschalten. Nach der Einleitung bin ich jetzt mal der Meinung, ich sollte euch mal zeigen, was ich mir hier bereitgelegt habe, um den Bau eines Dipols, Halbwellendipols, zu zeigen. Ja, ich habe mir übrigens ein Whiteboard gekauft. Im letzten Video über den Mikrofonbau habe ich nämlich festgestellt, dass meine Schmierzettelmalereien im Video gar nicht mehr gut zu erkennen sind. Wenn ich mir da etwas male, nicht wahr? Dann sieht man das auch wesentlich besser wie auf dem Schmierzettel, den ich letztes Mal da liegen hatte. So, nun brauchen wir aber nicht heute. Ist ja nur, damit ihr mal seht, dass ich mir auch Gedanken für folgende Videos mache. So, und was brauchen wir heute alles? Auf jeden Fall mal ein Stück Draht. Lautsprecherkabel 2 x 2,5 Quadrat, wenn ich mich nicht irre. Jawohl. Und die brauchen wir nur kurz, die beiden Zangen. Das auch nur einmal. Die beiden Zangen brauche ich für die Kauschen. Den Steckschlüssel für die Drahtseilklemmen. Ja. Dann braucht man einen PL-Anschluss. Wir müssen ja auf jeden Fall irgendwie ins Gerät rein. Zwei Isolatoren. Erkläre ich euch nachher, warum ich die nehme. Ja. Und ein bisschen Seil, zu viel, viel zu viel. Das sind nämlich, ihr wisst ja, dass ich den Laden eigentlich nicht leiden kann, aber für das Geld 100 Meter Kordel, die draußen auf der Erde rum, im Gelände rumliegt, hängt, ist das allemal ausreichend. Da muss ich mir nicht unbedingt die teuren Paracords kaufen, nicht wahr? Für ein einfaches Seil, was ich in den Baum schmeiße. Oder am Auto festmachen, reicht das allemal. Und wenn es reißt, da sind 100 Meter drauf, die brauche ich gar nicht. Also ich glaube nicht. So, fangen wir einfach mal an und packen mal den Draht aus. So, ausgepackt. So, jetzt nehme ich ein Ende. Lautsprecherkabel hat ja eine rot markierte Seite und eine nicht rot markierte Seite. Womit es nachher einfacher ist, am anderen Ende, sprich hier, die Seele zu finden, die wir brauchen, um auf diesen PL-Stecker anzubringen. So, fangen wir mal an mit dem ganzen Hand hier. Gehe ich einfach hin. Ritze das hier vorne ein wenig an, dass ich ein Pack ankriege. Dann ziehe ich die so ein bisschen auseinander. So, es reicht. Gerade eben so, dass ich um die Kausche herumkomme. Und die Klemme anbringen kann. Mehr braucht man erstmal gar nicht. Ah, damit es ein bisschen einfacher wird, also noch ein Zentimeter 30 mehr, ja. So in dem Stil, ja. Jetzt kommt das Ding mit den beiden Zangen.
Dann biege ich mir die Kausche nur ein wenig auf. So weit. Nicht so weit, weiter. Die auch. Dass ich mit diesem Gummiring da reinkomme. Das möglichst ohne den Gummiring anzuritzen. Ja, das machen wir etwas weiter. Weil wenn man den Gummiring nämlich jetzt schon verletzt, dann reißt der nachher an, genau an der Stelle auf. Also so. So passt, so ist prima. Und dann biegen wir die Kausche wieder zu. So in dem Stil. Das sind übrigens O-Ringe von den HT-Rohren, falls euch mal einer fragt. Die gibt es sehr preiswert. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch kleinere O-Ringe nehmen, aber ich hatte nun mal die. Also warum soll ich mir neue kaufen, wenn ich zwei solche habe? So, das braucht man nicht mehr, das braucht man nicht mehr. Jetzt braucht man dieses Werkzeug. Mit dem Werkzeug drehen wir erstmal das Ding auf. Auf ist auf und nicht, oder also ganz auf, so. Also ich habe mir angewöhnt, bei solchen Dingern die Mutter vorher abzumachen, ja. Bevor ich da unten anfangen muss, hier unten irgendwas einzufädeln. Die Druckplatte nehme ich auch raus, so. Das Ganze machen wir sinnvollerweise zweimal. Zupf, Platte, Platte, Mutter, Mutter, Klemme, Klemme. So. Dann nehme ich mir meinen Gummiring mit der Kausche. Einmal durch. Schön gut einlegen. Jetzt kommt das Gefummel wieder. Also wenn ich eins hasse, ist es das, ja. Und legt das schön bündig da rein. Druckplatte drauf. Mutter drauf. Und gut festziehen. So, haben wir die eine Seite fertig, brauchen wir nur noch die andere Seite. So, ihr Lieben, fertig ist die Geschichte.
ein Ende, zwei Enden, wie ihr seht, sind die genau gleich lang. Dann machen wir jetzt mal den PL-Stecker dran. So, während der Lötkolben mal langsam hochheizt, warum ich das hier so mache und nicht so wie manche andere, hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass diese Paracord-Kordel, die ich nachher verwenden werde, bei Regen den Nachteil hat, dass sie nass wird. Und wenn sie denn nass wird, dann ist dieses Stück leitend. So, wenn ich jetzt hingehe, ohne Gummiring, ich jetzt hingehe und mache das da dran. Aufgrund der Nähe zu der Schlaufe. Wenn ich das hier so mit Kabelbindern machen würde und das einfach da durchhängen würde, aufgrund der Nähe besteht hier eine, wie bei einem Kondensator, eine Leitfähigkeit für Wechselstrom, nicht für Gleichstrom. Wenn ich das also so bauen würde, hätte ich eine direkte Verbindung zu meiner Abspannleine, die dann anschließend auch als Antenne fungiert, womit ich meinen SWR-Wert vergessen kann. Also egal, was euch manche Leute zeigen, mir ist das Schnuppe, was euch manche Leute zeigen, wenn ihr das nachbaut. Das ist mir so weit von Jacke wie Hose. Ich bin der Meinung, da gehört ein ordentlicher Isolator dran. Gut, wenn das nur so ein Stück ist, ist das auch egal. Aber nicht wie manche Leute das Ding da direkt reinklemmen. Ihr baut euch eine Antennenverlängerung bei Regen. Und dann ist der SWR-Wert hinüber. Wie gesagt, ihr dürft gerne bei anderen YouTubern gucken und das da nachbauen, weil das ist einfacher und obendrein kann man das hier oben ja... man muss die Antenne auch abstimmen können. Das geht doch gar nicht. Doch. Und zwar anders. Das machen wir am Ende, wenn ich das Ding an den Nano-VNA hänge. So, jetzt machen wir erstmal den PL-Stecker da dran. Ich brauche euch ja jetzt nicht zeigen, wie ich das hier auftrenne, abisoliere. Das zeige ich euch jetzt mal nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das könnt, oder? So, ich habe das... die beiden Enden sind jetzt abisoliert. Machen wir das schön glatt. Spannen es kurz ein und dann werde ich es nur ein wenig vorverzinnen. Was den Vorteil hat, dass sich nachher die Ader nicht wieder aufspleißt, wenn ich das reinschiebe und obendrein lässt sich das einfacher löten. Das mache ich aber nur bei der Seele. Bei der anderen Seite nicht. Jetzt habt ihr gesehen,
Die sind unterschiedlich lang. Das Ding ist genau so lang, dass wenn ich das hier reinstecke, da vorne nur minimal ein wenig herausguckt. Also nicht so eine Bürste hier vorne dran, ne? Also nur so. Dann kommt diese Hülse da drauf. Die dürfen wir nachher nicht vergessen. Und hier unten drin liegt die Minusleitung. Also sprich, unser Gegengewicht wird hier angeklemmt. Und darum so lang, dass die sich nicht berühren können. Also selbst wenn das aufstaucht nachher, dass die nicht an diese Leitung kommen, weil, ja, dann brauche ich ein dickes Stück Schrumpfschlauch. Also ich nehme ein dickes Stück Schrumpfschlauch. Wie ihr das macht, ist mir eigentlich, wie gesagt, es gibt immer jemand, der das irgendwie anders macht. Und der hat aber, ja, das ist schön, wenn der das hat, ich mach's nicht. So, jetzt kommt ein dünner Schrumpfschlauch, also ein schmalerer. Jetzt kommt das Ding mit der Bürste wieder, was ich euch eben erzählt habe, ja. Weil das genau da reinzukriegen ist immer so eine Aktion. Aber bei der Leitung vom Gegengewicht spielt das jetzt mal gar nicht so die Geige. Weil das dröseln wir nachher sowieso auf. Dann nicht vergessen die Verschraubung. Dann kommt diese Hülse. Jetzt wird's lustig, bunt, knall und komisch. Weil das nämlich nicht wirklich passt, ihr seht, ich baue mir jetzt hier gerade schon so eine Bürste. Die brauche ich aber, damit ich den Kontakt zur Abschirmung hinbekomme. Das darf ruhig ein bisschen aufdröseln. So, hab's drauf, hab's wieder festgeklemmt. Und jetzt kommt dieser PL-Stecker da drauf. Ich mach's mal eben ab, ja, damit ihr das sehen könnt, ja. Hier vorne guckt jetzt ein wenig Kunststoff raus. Womit ich sicherstelle, dass von der Abschirmung nichts hier vorne sichtbar ist. Das wäre nämlich äußerst kontraproduktiv. So, dann schraube ich den PL-Stecker drauf. Jetzt drehe ich ein bisschen rum, damit ihr das auch seht. Also hier innen drin, wenn ihr da in das Fenster reinguckt, könnt ihr nochmal kontrollieren, ob da irgendwo ein wenig Kupferdraht oder Lötzinn ist. Und jetzt löten wir hier da vorne fest. Ich weiß ja haargenau, wenn ich so weit herausstecke, dass hinten die Gummiisolierung von der Seele am Gehäuse anliegt. Das haben wir ja eben schon ausprobiert. Und jetzt tun wir da mal ein bisschen Blödsinn dran, ja. Nicht zu viel. Sonst passt das nämlich nachher nicht in die PL-Dose, also in die Buchse. Nur so, dass es dran ist.
So, das sollte reichen. Schalte ich den Lötkolben aus, den brauche ich nicht mehr. Und dafür die Heißluftpistole an, die brauche ich jetzt. Weil jetzt kommt der Schrumpfschlauch dran. Hier drehe ich jetzt gut handfest, also das hintere Teil auf das vordere Teil. Den Schrumpfschlauch bis vorne. Wenn es geht, ein wenig in die Isolierung rein, also in dieses Gehäuse rein. Nur ein wenig. Aber da können wir jetzt noch ein bisschen stauchen, wenn wir das Ding erwärmen. Wenn ich mich jetzt beeile, kriege ich das auch wieder gerade gedreht. Das ist kein richtiger Filz, wie man sieht. Das ist Kunstfilz. So, und das Ding, damit ja gar nichts passieren kann, stecke ich jetzt bis da vorne, bis an das Gewinde dran und schrumpfe dann wieder. Tja, Filz ist nicht gleich Filz, nicht wahr? So, dann kommt die Verschraubung drüber. Und fertig ist die Geschichte. Jetzt müssen wir nur noch messen. Ich war jetzt mal ganz optimistisch und habe mal hier wieder freie Bahn geschaffen. Ich greife hier mal bei der Seele an. Suche mir hier die Seele. Das ist das Ding mit dem roten Kabel, ja. Und halte meinen Pin da unten mal in den überschüssigen Draht hinein. Und siehe da. Tatarata. Da haben wir schon mal Durchgang. Ich sollte die Brille wirklich nicht abziehen, ja. Also, Durchgang ist. Dann testen wir das Ding mal auf Kurzschluss. Und gehen mal auf die
Abschirmung. Und stellen da schon mal fest, wir haben keinen Durchgang. Das ist gut. Dann nehmen wir die Seite. Die hat Durchgang. So nicht. So ja. Gegenkontrolle auf die Seele. Und immer noch kein Durchgang. Jawohl, so gehört das. Und jetzt, liebe Leute, suche ich mir mal einen Zollstock. Also einen Gliedermaßstab. Schön wäre es, wenn mein Tisch eine Breite von einem Meter hätte. Nee, okay. Dann lassen wir das. Klappen 60 cm auf. Gemessen wird bis hier vorne. Also bis da. Dann fangen wir einfach mal an. 6. Zwölf. 18. 24, 25, 26, 27, 2,75 Meter. Da. Da so eine Wäscheklammer ja bekanntlich runterfallen kann, mache ich mir hier bei 2,75 Meter als Markierung Kabelbinder dran. Und genau bis zu dieser Stelle trenne ich jetzt diese Leitung auf. Und da die ja gleich lang sind, und ich die jetzt erst auftrenne, das macht man am besten ganz vorsichtig, sonst reißt nämlich diese Isolierung auf bei diesen Lautsprecherkabeln. Das habe ich schon mal erlebt, ja. Das macht man mit ganz viel Gefühl. Und das macht man genau bis da, wo der Kabelbinder ist. Und jetzt lege ich mir das schön brav auf den Tisch, damit das hier für euch, ich versuche es mal zu drehen, ja, damit das für euch übersichtlicher bleibt. Was nicht so einfach ist, weil das Kabel ist doch ein wenig störrig gerade im Moment, weil nagelneu. Wenn ich meine Wäscheklammer nicht hätte, nicht wahr? So kann man auch ein bisschen Schlaufe legen, ohne dass es dauernd hin und her fliegt. Mit dem Kabel geht er da oben drüber. Und hier unten drunter durch. Mit dem hier. Geht er hier unten drunter durch
Also da unten drunter durch. Und dann hier. Ihr seht es nicht. Und dann hier oben drüber. So, ich lege euch die Brezel noch mal hin. Jetzt ohne Hand hier. Also das Kabel kommt. Unten drunter durch, oben drüber, unten drunter durch. Das hier geht oben drüber, unten drunter, oben drüber. Wenn ihr das jetzt zusammenzieht, habt ihr so eine Schlaufe. Jetzt machen wir die mal ab, die Wäscheklammern, und ziehen das Ganze so weit nach unten. Bis wir die 2,75 Meter erreichen. Womit wir einen solchen Knoten erhalten. Und Leute, lasst euch gesagt sein, der ist bombenfest. Da könnt ihr ziehen wie blöde. Und wenn wir nachher dann die Stehwelle einstellen müssen, wir müssen ja immer zwei gleiche lange Seiten haben. Dann brauchen wir nur noch den Knoten aufschieben. Zupf, zupf. Versetzen. Entsprechend unseren neuen Vorgaben den Kabelbinder. Ich lasse ihn jetzt mal da stehen und ziehen dann bis zu dem Kabelbinder wieder zu. Andersrum geht es natürlich auch. Wenn wir die Antenne verlängern müssen, setzen wir den Kabelbinder etwas weiter nach unten und machen den Knoten dann da unten. Aber der Knoten ist so konstruiert, dass er sich nie richtig festzieht. Also ihr könnt ihn immer wieder aufschieben. Allerdings auf Zug hält er. So. Dann suchen wir uns mal eine passende Gelegenheit, wo wir die Antenne draußen aufhängen und das Nano-VNA anschließen. Ich sollte mir vielleicht vorher ein wenig Schnur vorbereiten. Wie viel nehmen wir denn? 100 Meter sind drauf, 15 Meter? 15 Meter bei 6 Meter, ja, nehmen wir mal 15 Meter. Das wird jetzt wieder. Ich nehme mal meine Maßeinheit, ja. Ach so. Das ist ein Meter. Und das ist ein Meter. Also, Fingerspitzen da, bis hier ist ein Meter. Zwölf. Wenn sich so ein Ding irgendwo verheddern kann, macht das das. So, die können nichts. Können nicht mal Kabel aufwickeln. Vierzehn mit Knoten. 15. Gut festhalten.
Weil, wenn das 15 Meter sind, dann machen wir erstmal die Knoten raus. Dann sind das auch 15 Meter. So, jetzt habe ich hier drei Enden in der Hand, die abgeschnitten sind. Damit die sich nicht aufdröseln, werde ich die sofort wieder verschweißen. Ja, ist gut. Nochmal die andere Seite. Da war ja auch so ein loses Ende, nicht wahr? So. Ein schönes Kabel durch, links dran vorbei, drüber und dann durch die Schlaufe wieder raus. Dann bekommen wir, ich halte es mal ein bisschen gegen das Licht so. So ein Gebilde und da machen wir uns jetzt einen Kabelbinder drauf. Einen schwarzen. Und einen roten. Das haben wir hier. Keine Markierung drauf. Schwarzer Kabelbinder. So. Die Geschichte ist fest. Ich kann jetzt hier auch noch einen Kabelbinder drauf machen. Ja. Kann man machen. Dann sieht es ordentlich aus. Klick. Das ist wie Fußnägel schneiden. Dann suchen wir uns mal das andere Ende. So, anderes Ende. Unten drunter durch. Oben drüber. Hinten rum. Da unten wieder rausguckend. Oben rum und durch diese Schlaufe wieder durch. Dann entsteht wieder dieses Ding. Das hat den Vorteil, der zieht sich nicht zu und zieht den Gummi platt. Darum so kompliziert, ja. Diese Knoten sind zwar fest, aber ziehen den Gummi nicht flach, platt, quetschen ihn zu Tode. Und wieder Fußnägel schneiden. Klick. Klack. So, das ist meine Aufhängung. Hat dann auch ein wenig Federungskomfort. Was mir noch fehlt, ist eine Spule. Also nicht Antennenspule, sondern so, eine Antennenspule, wo ich mir dieses Kabel mitsamt der Abspannung auf Spule. Weil sonst habe ich mich gleich irgendwann mal ein ziemliches Kabelwirrwarr. Und das bei 15 Meter plus 2,75 Meter zweimal. Das wird ein lustiges Unterfangen, Leute. Das möchte ich nicht jedes Mal aufdröseln. Leute,
Für was hat man denn eine Holzwerkstatt? Muss ja auch Vorteile bringen, nicht wahr? Jetzt bin ich gespannt, ob ich das kleiner machen muss oder größer. Größer geht nicht. Wenn das nachher draußen ausgelegt ist, geht das mit dem Aufwickeln ein wenig besser. Habe ich mit dem Teil noch nichts anderes getan, als auf der Erde ausgelegt. Ich habe es noch nicht mal zusammengerollt oder weggerollt oder sonst was. So, ist ein bisschen üppig dimensioniert, aber besser zu groß wie zu klein, nicht wahr? Ich werde mal die Abstimmerei auf morgen verschieben, weil ich darf ja nicht so viel arbeiten an einem Tag. Bis gleich. Moin Leute, ich bin mal draußen, ja, ich bin mal eben draußen. Da oben, so ungefähr da, habe ich meine Antenne mal festgemacht. Die läuft jetzt hier rüber. Das ist meine Speiseleitung. Und der Strahler geht darüber. Und so wie immer, das ist jetzt mal nichts Dauerhaftes. Es ist nur zum Austesten der Antenne. Weil hier zwischen den Häusern komme ich sowieso mit dem Funksignal nicht weg. Der PL-Stecker liegt hier, weil es nieselt leicht. Dann gehen wir mal die Maschine holen. Den brauchen wir. Und das brauchen wir. Und ganz wichtig, das brauche ich. Das arrangiere ich mir jetzt mal dahin. Ich bin ja mal wirklich gespannt jetzt. Da legen wir was drunter. So ein Stück schaumiges Schaumstoff. Jetzt wollte ich gerade einstecken und dann fängt es an zu regnen. So Leute, ich habe euch da mal eine Hilfskonstruktion gebaut, nicht dass das so spiegelt. Da steckt man mal ein. Schauen wir mal, was passiert. Aber ihr wisst ja, auf meinem Kanal kriegt ihr immer alles live und die Farbe mit. Und nicht so die getürkten Videos. So, schauen wir mal. Mal gucken, wo wir sind. Ja. Ich arbeite natürlich jetzt auf dem Kopf, aber desto mehr seht ihr. Also, ich bin bei 50 Ohm. Das ist schon mal richtig. Der SWR liegt bei 1 zu 1,5 bei 25.350 MHz. So, also. Bei 25 irgendwas sind wir, bei 27 müssen wir hin. Wenn ich mir jetzt mein Frequenzband vorstelle,
27 Megahertz, 25 Megahertz ist in der aufsteigenden Folge darunter, ja. Also 23, 24, 25, 26, 27, aber da sind wir. Und jetzt kommt wieder das Ding mit dem Gürtel. Wenn ich unterhalb des Gürtels bin, muss ich die Antenne kürzen. Und jetzt kommt mein super toller Knoten ins Spiel, den ich euch eingangs gezeigt habe. Ihr müsst ja auf der einen Seite und auf der anderen Seite immer das gleiche Verhältnis machen. Sprich, ihr müsst die Antenne zweimal runterlassen und bei meinem Knoten nur einmal. Ich zeige euch genau jetzt, wie das geht. Ja. Und zwar, da hinten lasse ich ab. Dann komme ich an meinen Knoten. Und dann hole ich euch jetzt mal hier rüber. Weil geht gerade, regnet nicht. So, hier habt ihr meinen Knoten. Und ich habe ja gesagt, den kann man jederzeit aufschieben. Das machen wir auch gerade mal. So. Dann ziehen wir uns hier einfach mal so ein bisschen Luft ins Gelände. Und ziehen uns diesen Kabelbinder nach oben. Bums, die Antenne kürzer. Auf beiden Seiten. Das reicht aber nicht. Ich muss bei 25 MHz ein bisschen mehr nachgeben. Also aufschieben, hochziehen, Kabelbinder hinterher, Knoten wieder ausrichten, dass er so schön aussieht. Und dann gucken wir mal, was wir getan haben. Ich habe das Gewackel jetzt mal drin gelassen. Nur um euch zu zeigen, dass das wirklich so passiert ist, wie es passiert ist. Was sind wir jetzt? Mit Brille. Jetzt sind wir bei 27,9. Ich habe aber einen ziemlich miserablen Stehwellenwert. Da irgendwie müssen wir hin. Also, wieder ein wenig länger. Das sieht ja schon mal gut aus. Ich bin da, wo ich hin will. Allerdings noch nicht zufrieden mit der Stehwelle. HF geht seltsame Wege. Also ich habe an der Antenne nichts verstellt, ja? Muss ich immer sagen, ich habe nichts verstellt. Was ich gemacht habe, zeige ich euch gleich. Also jetzt habe ich hier 1 zu 2,4 bei 27,4. Das kann man lassen. Leute, ihr glaubt es nicht, was ich gemacht habe. Ihr wisst, wie mein Dipol eben hing. Jetzt. Wohlgemerkt, das ist der Strahler, das ist das Gegengewicht. Ich habe die Antenne einfach etwas nach unten geholt. Sprich, ich habe hier in diesem Gemäuer so viele Reflexionen, dass ich hier mit Dachkandel und da ein Dachkandel und da ein Dachkandel. Jetzt bin ich aus dem Bereich raus und ich habe eine 1A-Stehwelle, was wollen wir mehr?
1 zu 1,2, das Ganze bei 50 Ohm. Und ich hoffe, ihr habt das mit dem Knoten begriffen. Ansonsten mache ich euch eine Zeitlupenaufnahme oder so. Und wenn ihr jetzt der Meinung seid, oh, eindeutig, klasse. Ihr müsst jetzt immer noch auf beiden Seiten des Dipols die Antenne kürzen. Dann dürft ihr das mit meiner Erlaubnis gerne machen. Ich mach's nicht mehr. Ihr seht einfach nur den Knoten hochschieben, den Kabelbinder versetzen, dann den Knoten wieder festziehen und fertig ist die Geschichte. Nicht mit Umlegen und Kabelbinder und da ein Stückchen raus und da ein Stückchen rein und hinten überlappt der, da spielt das überhaupt kein... Also, ihr dürft gerne bei den anderen gucken. Ich sag mal, tschüss, habt ihr eine schöne Zeit, bleibt mir alle gesund, bis die Tage. Wiedersehen. Ich bin jetzt mal im Zimmer schon angekommen, hier in meiner Bastelecke. Mal aufpassen, dass es nicht spiegelt. Also, das ist das Ergebnis. Und dann kann ich da ganz genüsslich mein Funkgerät hinstellen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir sogar zwischenzeitlich in einer Nacht- und Nebelaktion mal eben eine Konsole für das Ding gebaut. Die Antenne habe ich jetzt mittlerweile komplett hochgezogen. Ihr habt gesehen, die Stehwelle stimmt. Also ich kann jetzt von meinem Arbeitsplatz aus funken. Ist euch übrigens aufgefallen, dass diese Antenne, so wie ich sie baue, keinen Ballon braucht?